Herzlich willkommen zum 11. Teil unserer 12-teiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch, im Verkaufsprozess. Und heute geht es um das Thema der Reziprozität. Schauen wir uns nun zunächst mal das Wort Reziprok an. Das kommt aus dem Lateinischen von Reciprocus und bedeutet so viel auf demselben Weg zurückkehren. Und das ist eine wichtige Technik, gerade auch im Online-Offline-Marketing, in dem Sales-Prozess und in der Verkaufsgesprächs- und Abschlussanbahnung. Vielleicht hast du schon mal in einem Supermarkt, einem Lebensmittelgeschäft, einen Menschen gesehen, der an so einem kleinen Tisch stand, Käse gewürfelt hat, einen kleinen Pieker reingesetzt hat und dir was angeboten hat. Das heißt, du hast eine Gratisprobe bekommen. Und das ist etwas, was sowohl offline wie in dem Ladengeschäft als auch online ein kostenloses Freebie, also ein Giveaway, ein freier Download, den du erstmal geschenkt bekommst. Das bedeutet also, der Dienstleister, der Händler, der dir etwas verkaufen will, schenkt dir erstmal etwas kostenlos. Untersuchungen haben festgestellt, wenn du erstmal etwas bekommst, das heißt ein Dienstleister, ein Händler dir etwas schenkt, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und du auch kaufen wirst. Jetzt kannst du auf der einen Seite sagen, das ist ja Manipulation. Nun, das kannst du selbst entscheiden, wenn du das Produkt nicht brauchst und du aus nur Höflichkeit kaufst, dann hast du recht. Wenn du aber auf der anderen Seite testen willst, ob dein Gegenüber tatsächlich eine Dienstleistungseigenschaft und Haltung hat, wenn du testen willst, ob der andere tatsächlich bereit ist, Mehrwerte zu geben oder nur auf sein eigenes Portemonnaie zu gucken, dann kannst du unter anderem hier auch sowohl das Produkt testen, du weißt auch, dass der andere bereit ist zu geben, aber du kannst aufgrund dieser kostenlosen Beziehung auch schon den Prozess, die Interaktion zwischen dem Leistungsgeber und zwischen dir als den Leistungsnehmer beobachten und hast hier ein Hilfsmittel mehr, eine Kaufentscheidung positiv oder negativ zu treffen. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, dass du den anderen bestichst mit kostenlosen Geschenken, sondern es geht darum, dass du Möglichkeiten schaffst im Internet oder persönlich, dass der andere dich kennenlernen kann, dass er weiß, dass du etwas kannst, dass du etwas Wertvolles gibst, dass du in Vorleistung gehst und dass du aufgrund dieser Vorleistung schon die Beziehungsanbahnung unterstützt und du tatsächlich beweisen kannst, dass du Probleme lösen kannst, wenn auch erst zuerst auf einem kleinen Niveau, dafür aber kostenfrei. Wie du auch immer deine Kunden überzeugst mit Geld-Zurück-Garantie oder 10% Sofortrabatt oder für Weiterempfehlungsprovisionen, wenn der andere Kunden weiterempfiehlt, entscheidend ist, dass du mit dem Kunden gemeinsam eine Beziehung aufbaust und dass du überzeugend den Eindruck vermittelst und auch beweist, dass du mehr geben willst als nehmen. Denn die Wirtschaft da draußen, der Markt da draußen ist voll von Menschen, die ihre eigene volle Tasche im Fokus haben, die mehr nehmen wollen und am liebsten wenig oder gar nicht geben wollen. Und hier kannst du dein Umfeld, kannst du den Unterschied machen, du kannst deine Interessenten überzeugen, indem du zu den Mitgliedern des Stammes GIP gehörst und nicht zu dem Stamme NIM. Wie kannst du dich nun vorbereiten? Nur wenn du Parfüm oder Eis verkaufst, dann kannst du kleine Pröbchen machen. Wenn du digitale Produkte verkaufst, kannst du kleine Freebies erzeugen, die wertvoll sind im Inhalt, aber nicht abschließend umfangreich, sodass der Kauf danach unnötig wird. Wenn du Dienstleistungen hast, kannst du gerne so, wie wir es auch machen, zunächst ein kostenfreies Erstgespräch anbieten. Auch das kostet normalerweise Geld, weil Miete, Mitarbeiterkosten, Technikkosten, Fixkosten, Steuern, Versicherung, alles läuft natürlich weiter. Das bedeutet, dass wir als Berater in Vorleistung gehen, die eben nicht eine zwei- oder dreistellige Rechnung stellen, sondern dich kostenlos an unserem Know-how dann auch teilhaben lassen. Also überleg, was bei dir passend ist. Produktion, Handel, Dienstleistung, Beratung. Und schau dir hier genau hin, was du anbieten kannst, was deine Mitbewerber machen und teste aus, was für deine Zielgruppe funktioniert. Und hierbei kannst du gerne Gebrauch machen von unserem kostenfreien Erstgespräch, denn wir haben nicht nur gute Unternehmens-, sondern auch Marketingberater, Salesberater im Team, die dich dabei unterstützen können, das zu recherchieren, zunächst mal dich zu positionieren, dass du weißt, wer dein Kundenavatar, deine Persona ist, was deren Leidensdruckgründe sind, was deren Kittelbrennfaktoren sind, um dann spezifische Freebies zu erzeugen, um dann das Prinzip der Reziprozität auch bei dir erfolgreich anzuwenden. Hierzu findest du unter dem Video gleich einen Link für ein kostenfreies Erstgespräch. Das heißt, die Beratungskosten für die Erstberatung geht auf unsere Kappe. Du findest aber auch hier direkt unter dem Video eine Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Aber vergiss nicht, das Video zu liken, die Glocke zu betätigen. Und wir sehen uns in Kürze beim 12. und letzten Teil unserer 12-teiligen Serie. Dein Daniel Schäfer.